Unser Nordrhein-Westfalen. Das Wahlprogramm der SPD für die Landtagswahl in leichter Sprache. Achtung! Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahlprogramm in leichter Sprache. Aber nur das Originalwahlprogramm ist wirklich gültig. Das Wahlprogramm der NRW-SPD. Am 9. Mai wählen die Menschen in Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Dann können sie bestimmen, welche Parteien regieren in Nordrhein-Westfalen, wer wird Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin. Am 9. Mai bestimmen sie, wie geht es weiter mit Nordrhein-Westfalen. Wer darf wählen? Bei der Landtagswahl dürfen alle Deutschen wählen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in Nordrhein-Westfalen wohnen. Wie viele Stimmen hat man? Sie haben 2 Stimmen. Mit der ersten Stimme wählen Sie eine Person aus der eigenen Stadt oder der näheren Umgebung. Mit der zweiten Stimme wählen Sie die Partei. Dann wird ausgerechnet, wie viele Politikerinnen und Politiker die Partei in den Landtag schicken kann. Das ist Hannelore Kraft. Sie will Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen werden. Hannelore Kraft ist 48 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in Mülheim an der Ruhr. Hannelore Kraft hat Bankkauffrau gelernt. Dann hat sie Wirtschaftswissenschaften studiert. Seit dem Jahr 2000 ist sie im Landtag. Sie war auch 4 Jahre Ministerin. Hannelore Kraft ist die Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen. Das ist das Ziel von Hannelore Kraft und der SPD. Den Menschen in Nordrhein-Westfalen soll es wieder besser gehen, damit Nordrhein-Westfalen eine gute Zukunft hat. Das sind unsere Ziele. Erstens, beste Bildung für alle. Gute Bildung ist für alle Menschen wichtig. Darum wollen wir, alle Kinder sollen in die Kindertagesstätte gehen. Die Eltern sollen dafür nichts mehr bezahlen müssen. Die Schule soll gut für alle Kinder sein, auch für behinderte Kinder. Alle Kinder sollen länger gemeinsam lernen. Dann können sie besser lernen. Alle sollen einen Schulabschluss machen. Alle jungen Menschen sollen einen Beruf lernen. In den Betrieben soll es mehr Ausbildungsplätze geben. Im Moment müssen die Studenten Geld zahlen. Das Geld heißt Studiengebühren. Aber nicht alle haben das Geld dazu. Darum will die SPD die Studiengebühren abschaffen. Zweitens, gute Arbeit für alle. Arbeit ist für Menschen wichtig, um Geld zu verdienen, um gebraucht zu werden. Darum wollen wir, dass die Arbeit gut bezahlt wird, dass die Arbeit nicht krank macht,
dass die Arbeit und Familie zusammenpassen, dass die Arbeitnehmer weiter lernen können, dass es mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen gibt. Manche Betriebe bezahlen ihre Arbeitnehmer schlecht. Die Arbeitnehmer haben dann zu wenig Geld zum Leben. Sie sind arm, obwohl sie arbeiten gehen. Das ist ungerecht. Jeder Mensch muss für seine Arbeit gut bezahlt werden. Wenn die Menschen gut bezahlte Arbeit haben, dann bekommen sie später auch eine gute Rente. Darum sollen die Menschen vorher gut bezahlte Arbeit haben. Drittens, unsere Erde schützen. Das Wetter auf der ganzen Welt verändert sich. Die Erde wird immer wärmer. In ein paar Ländern gibt es schwere Überschwemmungen. In anderen regnet es nur noch ganz wenig. Das ist schlecht für Tiere, Pflanzen und Menschen. Darum müssen wir die Erde schützen. Darum wollen wir mehr umweltfreundlichen Strom aus Wind, Wasser und Sonne, weniger Strom verbrauchen. Alle Menschen können dabei helfen, in der eigenen Wohnung und auf der Arbeit. Keine Atomkraftwerke, die sind gefährlich. Es gibt immer wieder schlimme Unfälle. Und der Abfall aus den Atomkraftwerken ist sehr giftig. Mehr Busse und Bahnen, dann müssen die Menschen weniger Auto fahren. Mehr Radwege, dann können die Menschen sicher mit dem Fahrrad fahren. Weniger Lkw auf den Straßen, es sollen mehr Züge und Schiffe fahren. Viertens, für Familien und Kinder. Familien und Kinder haben es oft schwer. Wir wollen den Familien helfen. Darum wollen wir, dass Kinder den ganzen Tag betreut werden. In der Kindertagesstätte und in der Schule. Dass Eltern gute Hilfe und Beratung bekommen. Mehr Hilfe für arme Kinder. Zum Beispiel, damit die Eltern Schulsachen kaufen können. Fünftens, eine Gesellschaft für alle. In Nordrhein-Westfalen leben verschiedene Menschen, alte und junge Menschen, Frauen und Männer, deutsche und ausländische Menschen, Menschen mit Behinderungen. All diese Menschen sollen gut zusammenleben. Darum wollen wir, dass ausländische Kinder gut Deutsch sprechen. Dann können sie mit den anderen Kindern gut in der Schule lernen. Dass ausländische Menschen bei der Kommunalwahl wählen können, zum Beispiel den Bürgermeister. Wer hier lange lebt, der soll auch wählen können. Darum wollen wir, dass Menschen mit Behinderungen überall mitmachen können. Sie sollen die gleichen Rechte haben, wie alle anderen Menschen auch.
dass Kinder mit Behinderungen mit den anderen Kindern zusammen sind, in der Kindertagesstätte und in der Schule, bei der Berufsausbildung und in der Uni. Dass behinderte Menschen dort arbeiten, wo alle anderen auch arbeiten und nicht nur in den Werkstätten für behinderte Menschen. Gute Wohnungen für alte Menschen im eigenen Stadtteil und ohne Barrieren. Die Wohnungen dürfen nicht zu teuer sein. Sechstens, Gesundheit für alle. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Für die Menschen mit viel Geld, für die Menschen mit wenig Geld. Alle Menschen sind in der Krankenversicherung. Wer wenig verdient, der zahlt wenig. Wer viel verdient, der zahlt viel. Das ist gerecht. Und das soll auch so bleiben. Darum wollen wir, dass es keine Kopfpauschale gibt. Kopfpauschale heißt, alle Menschen zahlen gleich viel Geld, egal ob sie viel oder wenig Geld verdienen. Dass die Ärztinnen und Ärzte alle Menschen gleich gut behandeln. Dass es genug Krankenhäuser gibt. Siebtens, starke Städte. Alle Menschen leben in einem Dorf oder in einer Stadt. Die Stadt sorgt zum Beispiel für Schulen, Straßen, Schwimmbäder, Jugendtreff, Bücherei und so weiter. Aber all diese Sachen kosten auch viel Geld. Darum wollen wir, dass die Städte wieder mehr Geld vom Land bekommen. Dann können sie das alles bezahlen. Den Städten helfen, damit sie ihre Schulden abbezahlen können. Achtens. Wir wollen gewinnen. Wir wollen am 9. Mai die Wahl gewinnen. Wir wollen, dass Hannelore Kraft Ministerpräsidentin wird. Wir wollen mehr Gerechtigkeit. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Menschen gut zusammenleben und gut zusammen auskommen. Deshalb am 9. Mai SPD wählen.